Aufsteiger Rasta Vechta hat in der Basketball-Bundesliga BBL Meister Bayern München klar geschlagen und für die nächste Sensation gesorgt. Das Überraschungsteam gewann in eigener Halle mit 93:75, 53:40. Für den Titelverteidiger war es erst die zweite Niederlage der BBL-Saison. Vechta festigte mit 34:12 Punkten seinen dritten Tabellenplatz. München, 40:4, steht weiter an der Spitze. Im zweiten Spitzenspiel des Tages setzte sich der Tabellenzweite EWE Baskets Oldenburg bei Alba Berlin mit 94:78, 38:40 durch und verkürzte mit nun 36:8 Punkten den Abstand auf den Spitzenreiter. Die Gäste zeigten dabei vor allem im dritten Viertel, in dem sie sich vorentscheidend absetzten, eine starke Leistung. Der Oldenburger Will Cummings war mit 34 Zählern bester Werfer der Begegnung. Ebenfalls einen Sieg gab es für Brose Bamberg, der Pokalsieger bezwang Ratio Farm Ulm 103:94, 53:48 und sprang an den Berlinern vorbei auf Rang 4. Bayern-Coach Radonjic lobt Vechta. Vechta hatte in der bislang traumhaft verlaufenden Spielzeit zuvor bereits die früheren Serienmeister Berlin und Bamberg in die Knie gezwungen. Sie haben ein großartiges Spiel gezeigt, sie hatten mehr Energie und den klareren Fokus, und das über 40 Minuten. Ihr Sieg ist absolut verdient, sagte Bayern-Trainer Dejan Radonjic nach der Niederlage am Sonntag. Sein Gegenüber Petro Kallis war rundum zufrieden. Heute dürfen alle diesen Tag genießen, die Fans, die Spieler, der ganze Club. Aber wir müssen mit beiden Beinen auf dem Boden bleiben und weiter so arbeiten, wie sich das für uns gehört, sagte der Spanier. Heute haben wir wahrscheinlich unser bisher bestes Spiel gezeigt. Pesic-Warnung bleibt ungehört. Gegen die Bayern dominierte der Außenseiter die Partie von Beginn an und setzte sich schon vor der Pause deutlich ab. Vechta spielt diese Saison mit dem schönsten Basketball der Liga, das wird ein sehr schweres Spiel, hatte Bayern-Geschäftsführer Marco Pesic vor dem Spiel gewarnt. Er behielt recht, die Münchner hatten nach der Heimniederlage am Donnerstag in der Euroleague gegen Maccabi Tel Aviv 70:77 in der zweiten Hälfte nichts mehr zuzusetzen. Vechta baute den Vorsprung weiter aus und gewann am Ende ungefährdet. Austin Hollins 20 Punkte, Neuzugang Clint Chapman 16, Thomas Bray 14 und Tyron Nash 10 Punkte bitten bei den Gastgebern zweistellig. Punkt. Topscorer der Bayern, die zuvor in der Liga lediglich in Oldenburg verloren hatten, war Derrick Williams, 21.